Eines muss ich wirklich zugeben, meine Damen und Herren, umso länger ich drüber nachdenke, was da an der Wall Street derzeit abläuft, umso lustiger finde ich das. Warum? Weil letztendlich diese Gamer, diese Zocker, diese Generation Z es schaffen, die Wall Street komplett zu demaskieren, diesen Casino-Charakter der Wall Street zu demaskieren und eigentlich damit zu zeigen, was abläuft, den ganzen Wahnsinn auf den Punkt zu bringen, den letztendlich die Notenbanken mit ermöglicht haben, die angeblich die Wirtschaft retten, faktisch aber nur die Player an den Finanzmärkten retten. Und so entsteht der Wahnsinn, wie er wahnsinniger nicht sein kann, aber offen kundig eine Normalität geworden ist. Junge Gamer schaffen es, die Wall Street zu hacken und die wird richtig nervös. Das ist wirklich lustig und das wollen wir uns im Einzelnen jetzt mal anschauen. Zum Beispiel, man sagt ja oft, naja, diese Jungs, die sind ein bisschen crazy, die sind ein bisschen verrückt, diese Generation Z, die hier über Wall Street Bets diesen Subreddit aktiv werden, aber es ist schlichtweg so, dass die eben diese Schwachstelle der Wall Street gnadenlos aufgezeigt haben. Eine Schwachstelle, das ist das Problem, ist die Transparenz, denn diese Hedgefonds, die unter Druck kommen, indem bestimmte Aktien nach oben gejazzt werden, die von den Hedgefonds short gespielt wurden, die müssen ja ihre Daten veröffentlichen, müssen ihre Positionierungen veröffentlichen und damit werden sie angreifbar, eben von diesen Zockern, die sich verabreden übers Netz und damit eben dann gehebelt Aktien nach oben treiben, geradezu absurd nach oben treiben. Die Firmen, die dahinter stehen, sind meistens echt Schrott, muss man sagen, aber egal. Sie treiben also die Aktien nach oben über Optionen. Dazu bald ein Gespräch, ja, wie angekündigt, mit einem Optionsexperten. Aber sei es drum, diese Generation, die hat einen klaren Vorteil. Sie ist nämlich mit der Mechanik des Gamings vertraut. Sie hat die Spielemechanik verstanden und sie hat verstanden, dass dieses ganze Wall Street Ding ein Spiel ist, ein Casino ist, bei dem bisher eben die Auffassung galt, okay, derjenige, der die Aufsicht über das Casino hat, der tut dem Casino und seinen Spielern nicht weh, sondern wenn es eng kommt, dann wird er sie schon retten, wird ihnen sozusagen die Dinge schon irgendwie abnehmen, die Risiken abnehmen und jetzt sehen wir, welche Schwierigkeiten dadurch entstehen und wie absurd das ganze Theater geworden ist. Fängt an mit den Aktien, die nach oben gekauft werden. Gucken wir uns mal die durchschnittliche Performance an von Aktien seit Jahresbeginn. Aktien, die weniger als einen Dollar kosten, sind durchschnittlich 50% gestiegen. Aktien, die 1 bis 2 Dollar kosten, nur noch um und bei 25. Aktien, die 10 bis 20 Dollar kosten, sind dann schon deutlich weniger gestiegen und am deutlich geringsten gestiegen sind Aktien, die über 100 Dollar kosten. Das bringt die ganze Absurdität eigentlich auf den Punkt. Offenkundig sind diese Aktien, die unter einem Dollar kosten, auch faktisch sehr billig, nicht wahr? Man muss diese mal, ne, Aktie, die kaufen sehr praktisch ein Auto unter einem Euro, dann ist das ja billiger als eins, das 10.000 Euro kostet. Ne? Da ist eine gewisse Logik. Kann man nicht absprechen. Und heute GameStop, AMC Entertainment, Kinobetreiber, dem es sehr schlecht geht, by the way, Cost Corporation, Express, wie sie alle heißen, mehrere Aktien, weit über 100% gestiegen. Also diese Logik machte wirklich Sinn. GameStop greift über diese Aktie, die ja gestern nachbörslich so massiv gestiegen ist, durch einen weitgehend sinnfreien Tweet von Elon Musk. Jetzt auch hier eben AMC über 300% gestiegen bei Eröffnung der Wall Street. Und dann sind die Broker wieder ausgefallen. Eine Fidelity, eine E-Trade, Charles Schwab, TD Ameritrade und Robinhood, also die großen Neo-Broker, die hat es alle erwischt, die können oder wollen nicht mehr Zugänge verschaffen, vielleicht können sie nicht, vielleicht wollen sie nicht, weil eben auch für diese Broker das Risiko massiv ansteigt. Die müssen sich hedgen, wenn diese Call-Überhänge der Fall sind, brauchen dann physische Aktien, mit denen sie sich absichern gegen den Anstieg eben der Kurse. Ich hatte das mal erklärt oder versucht zu erklären. Und deswegen streiken die wahrscheinlich. Ich glaube, sie wollen nicht, denn die Risiken werden zu groß und dann schaltet man mal eben ab. Das ist vielleicht besser. Wir haben jetzt GameStop, als ich jetzt mich vorbereitet habe, letzter Kursstand war 354 Dollar. Wer weiß, wo die Aktie inzwischen steht, kann sich schon wieder verändert haben. Die haben jetzt ein 14-Tage-RSI von 98,4. Viele, die jahrelang am Markt sind, haben einen solchen Wert noch nie gesehen und sie haben vor allem ein Forward Price Earnings Ratio von minus 2135,29. Faktisch macht GameStop
um und bei 5 Milliarden Euro Dollar Umsatz und macht Verluste. Im Grunde eine Videospiel-Klitsche der alten Sorte, hat die Digitalität nicht verschlafen. Also das ist jetzt kein Unternehmen, das wirklich heiß wäre, wo man sagt, wow, großartige Zukunft. Nein, das ist einfach Schrott, aber sei es drum. Es ist eben auch so, dass die Trader es schaffen, diese jungen Trader, selbst einen solchen Schrott zur meistgehandelten Aktie weltweit zu machen. Das haben sie sozusagen jetzt geschafft. Einfach eine Aktie wie GameStop, die mehr Handelsvolumen jetzt auf die Waage bringt als eine Tesla, als eine Apple, als eine Microsoft, als eine Amazon. Hier sehen wir mal, was gestern gehandelt wurde. Der dunkelblaue Balken und rechts die Marktkapitalisierung. Und da sehen wir GameStop, da muss man schon sehr genau hinschauen, um da eine Marktkapitalisierung zu finden, aber die ist weit über 10 Milliarden Dollar jetzt, wie gesagt. Umsatz war letztes Jahr 5 Milliarden Dollar, Verluste hat man geschrieben. Also das ist ein völlig neues Phänomen und das hat die Wall Street auf den falschen Fuß erwischt. Im Grunde haben die Jungs die Wall Street gehackt. Man könnte sagen, Bubble Boomer gegen Wall Street 1:0, so zumindest der Zwischenstand. Und die Wall Street ist nicht begeistert, die Hedge Funds sind nicht begeistert. Hier sehen wir, die müssen dann Positionen, Long-Positionen verkaufen, um die Verluste, die jetzt mit den steigenden Short-Aktien, die sie im Depot haben, oder mit den Short-Plays, die sie in ihrem Depot haben, damit da die Marge noch erhalten wird, müssen sie Long-Positionen auflösen. Das hat die Wall Street heute insgesamt unter Druck gebracht, dieser Thread oder wie man auch es immer bezeichnet, Wall Street Bets, dieser Subreddit. Der hat jetzt 2,9 Millionen Mitglieder. Anfang der Woche waren es noch 1,9 Millionen. Also da ist mal eben eine Million nochmal dazugekommen in 2 Tagen. Und die haben eben Melvin Capital offenkundig so in Schieflage gebracht, dass die gestern Abend nach dem Tweet oder kurz vor dem Tweet von Elon Musk die Short-Position glatt gestellt haben in GameStop. Sagen sie zumindest, ob das der Fall ist, wissen wir nicht. Das hat man seitens von Melvin Capital nur CNBC erzählt, ob dem so ist oder ob das ein Trick war, in dem man hoffte, okay, wenn jetzt wir praktisch als gejagter Hase weg sind, dann entfällt ja eigentlich die Argumentation, dass man diesen Hedgefonds platt machen kann. Dann entfällt das Argument, eine Aktie wie GameStop nach oben zu jazzen. Und wir sehen, da ist eine gewisse schlechte Laune teilweise vorhanden. Ja, da ist man sauer, da ist man traurig, da hat man Verluste gemacht. Und damit hat man nicht gerechnet. Das ist ein Faktor, den man offenkundig nicht auf dem Zeiger hatte. Manche naive Beobachter sagen, ja, das sei praktisch Ausdruck eines gewissen Endstadiums eines Bullenmarktes, Speculative Peak, also praktisch ein Peak der Spekulation. Aber das ist natürlich nicht der Fall, denn Sie wissen, Aktien steigen immer und sie werden immer steigen. Da hat die Geschichte doch eindeutige Belege dafür. Nun zwischenzeitlich fallen sie etwas, so wie zum Beispiel GameStop, die eben dann auch zwischenzeitlich von, ich glaube, 350 Dollar unter 200 Dollar gefallen sind, also sich fast halbiert hat dann nochmal, dann wieder nach oben gegangen ist, denn es sitzen noch einige Hedgefund-Shorts. Also da kann man noch was holen, denkt man sich. Und jetzt hat genialerweise die Bank of America ihr Kursziel für die Aktie von GameStop von 1,60 Dollar auf 10 Dollar angehoben. Ich vermute, sie haben dafür ganz harte fundamentale Gründe. Wir sehen insgesamt jetzt die 10 am meisten geschorteten Aktien im Russell 3000 durchschnittlich 223% gestiegen sind in diesem Jahr, während der Dow Jones möglicherweise heute den 5. Verlusttag in Folge kassieren wird. Und das wäre die längste Serie, Verlustserie seit Februar 2020. So ist sozusagen die alte Wall Street gegen die neuen Zocker derzeit aufgestellt. Und die Wall Street ist nicht gut vorbereitet auf mögliche Turbulenzen an den Märkten. Wir sehen hier, das Put-Call-Ratio geht weiter nach unten. Niemand ist abgesichert, niemand hat Puts. Für die Bubble-Boomer kurz gesagt, Puts sind die Wetten auf fallende Kurse. Vielleicht entdeckt ihr die auch mal. Ich hatte heute Morgen auf das Buch The Big Short hingewiesen. Da haben Leute mit Puts sehr gutes Geld verdient, indem sie gegen die Immobilienblase in den USA gewettet haben. Und es ist unglaublich viel Liquidität im Umlauf, unglaublich viel IPOs finden statt. Hier sehen wir mal das Volumen in den ersten 3 Wochen des Jahres im Vergleich zu den Vorjahren. Mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr, mehr als viermal so viel wie vor 2 Jahren. Vor allem diese SPACs, diese Börsenmäntel,
die an die Börse gebracht werden, keinen eigenen Geschäftszweck haben, sondern nur den Zweck haben, als Hülle zu fungieren, womit man dann andere Firmen kaufen kann. Da sind also jetzt seit Jahresbeginn schon über 400 Milliarden Dollar aufgenommen. Und wir sehen, wie das alles eigentlich der Stimmungslage der Amerikaner derzeit widerspricht. Wir sehen hier mal das sogenannte Consumer Confidence Index, also die Verbraucherstimmung in den USA, die ist völlig nach unten gekippt. Normalerweise läuft die ziemlich parallel zu den Aktienmärkten, läuft parallel zum S&P 500. Und hier eine Umfrage jetzt bei den Amerikanern, gestaffelt nach Parteizugehörigkeit, also Republikaner, Demokraten und Unabhängige, die also nicht einer Partei zuneigen. Und wir sehen, da sind weniger als 15% bei allen Parteien insgesamt sind zufrieden mit der Entwicklung, die die USA nehmen. Die Neutralen sogar nur zu 5%. Die Republikaner, die vorher unter Trump noch begeistert waren, die sind jetzt ziemlich depressiv geworden. Oh Wunder, jedenfalls sehen wir, die Leute glauben, dass alles sich in die falsche Richtung entwickelt, dass die Amerikaner oder die amerikanische Gesellschaft, die amerikanische Politik sich in die falsche Richtung entwickelt, dass das Land USA sich in die falsche Richtung entwickelt. Daran hat sich nichts geändert und so entstehen möglicherweise eben solche Stürme, einerseits auf das Kapitol und jetzt auf das Kapital, könnte man vielleicht formulieren. Es wird immer grotesker, die Wendungen der Zeitgeschichte, die sind immer, naja, interessanter, möchte ich sagen. Ist durchaus eine spannende Zeit, kann man ja nicht meckern. Wenn wir uns mal den S&P 500 vergleichen, 2009 mit jetzt, also mit der aktuellen Entwicklung seit dem Tief der Corona-Krise im März, 23. März war es, dann sehen wir eine fast gleichlaufende Entwicklung wie im Jahr 2009. Wenn es so käme wie im Jahr 2009, dann würden wir jetzt vor einem Rücksetzer stehen, dem dann nochmal ein großer Aufschwung mit neuen Allzeithochs folgen würde und dann so ein Seitwärts-Move rauf, runter. Interessante Analogie, finde ich, 2009 und jetzt 2021. Und als wäre all das um diese Bubble-Boomer nicht genug mit ihren Zocks auf der Long-Seite, hat jetzt die EZB sich gemeldet. Die sagen, ja, guckt mal, wir haben ja noch so wahnsinnig viele Möglichkeiten, euch zu erschrecken, denn wir wollen ja nicht, dass der Euro zu stark wird, gell? Das wollen wir nicht, sonst haben wir noch mehr Deflation. Weil eine starke Währung bedeutet, dass der Einkaufspreis faktisch geringer wird, respektive man eben mehr bekommt für einen starken Euro, mehr Waren bekommt. Und hier hat man dann gesagt, ja, wir haben also so ganz viele Tools, haben wir noch zum Beispiel Zinssenkungen, ja. Da muss man sagen, also das ist, gell, dann senkst du noch einmal den Zins, ja, also vielleicht auf -20%, ja, und dann schenkst du praktisch jedem Bürger aus der Eurozone, der sich ein Haus kauft, einen Kredit aufnimmt, dann würdest du dem praktisch innerhalb von 10, 20 Jahren das Haus schenken, gell. Das wäre eine Möglichkeit, das wäre unsere Form des Helikoptergelds. Ne? Die Amerikaner schicken Schecks, wir schenken zum Beispiel Immobilien. Ja, also wir haben da wahnsinnig viele Möglichkeiten. Gell? Und die Märkte waren erst erschreckt, der Devisenmarkt war erschreckt, der Euro ist runtergefallen ein bisschen, hat sich dann allerdings erholt, weil faktisch ist es ein Bluff, faktisch hat die EZB nichts mehr im Köcher, aber auch gar nichts, was sie wirklich tun kann. Und wenn wir jetzt hier mal in Europa und vor allem in Deutschland bleiben, GfK, Konsumklima ist jetzt ein bisschen eingebrochen, wie heute die Zahlen des GfK gezeigt haben. Und das mag auch daran liegen, dass wir jetzt ja diskutieren oder von der Politik diskutiert wird, dass nur noch der allernötigste Flugverkehr überhaupt reingelassen wird. Hier sehen wir mal die Flugaktivität in den verschiedenen Kontinenten. Asien noch am besten mit knapp über 50% des vorherigen Volumens, also des Vor-Corona-Volumens. Afrika ganz schlecht, Europa auch sehr schlecht. Also wir sehen, da geht es richtig zur Sache und das wird möglicherweise auch dann wieder auf die Agrarrohstoffe abstrahlen, denn wenn das jetzt in den nächsten Wochen so geht, dass also möglicherweise keine Arbeiter aus den verschiedenen osteuropäischen Ländern, hier in Deutschland ja vor allem, sind es Rumänen, sind es Ukrainer, die Spargel stechen, die Ernten einholen etc. Wenn die also nicht kommen, dann bin ich gespannt, wie wir das Problem dieses Jahr lösen. Letztes Jahr ging es ja noch, weil der Lockdown nicht so lange gedauert hat. Aber Ausblick auf später, meine Damen und Herren, und zwar bei Finanzmarktwelt, werden Sie informiert über die Zahlen von Tesla. Die sollen kurz nach 22 Uhr kommen, weiß man bei Tesla nie so genau. Hier sehen wir dann noch Facebook, 22.05 Uhr, ebenso wie Tesla, auch bei Finanzmarktwelt. Und dann 22.30 Uhr Apple,
die große Wachstumsfirma schlechthin seit den letzten 350 Jahren. Die werden also alle melden und da bin ich gespannt, wie die Märkte darauf reagieren. Microsoft ja gestern wirklich großartig. All das heute bei finanzmarktewelt.de. Hier übrigens Tesla nochmal die Marktkapitalisierung in Relation zu anderen Autobauern. Und es ist ja offenkundig so, wenn Sie diesen Chart sehen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Sie bestimmt seit 3, 4, 5, 6, 7 Jahren kein anderes Auto mehr auf der Straße gesehen haben als einen Tesla. Wenn dem so ist, abonnieren Sie bitte sofort meinen Kanal. Und jetzt noch die Fed, die heute dann kommen wird, die letztendlich mitverantwortlich ist für dieses ganze Chaos, so muss man es leider sagen. Da werden sich einige Fragen stellen. Sind Märkte zum Beispiel überbewertet in einer Blase? Was willst du tun mit diesen Anleihekaufprogrammen, die letztendlich, naja, wirklich nichts nutzen, muss man sagen? Wirst du nie aufhören oder überhaupt nie? Zweite Frage. Und die dritte Frage, mal was ganz anderes, wie geht es eigentlich der Wirtschaft, aber das wird keinen interessieren. Wahrscheinlich wird es dann Fragen geben seitens der Medien an Jerome Powell. Naja, was macht denn der Klimawandel, wie stehst du dazu oder wie geht es denn Janet Yellen? Also so wirklich tiefgehende Fragen, aber niemand wird letztendlich die richtigen Fragen stellen. Trotzdem werden wir auch bei Finanzmarktwelt um 20 Uhr die Fed-Entscheidung mit dem Statement um 20:30 Uhr, so muss es heißen, die Pressekonferenz von Jerome Powell live abbilden bei finanzmarktwelt.de. Meine Damen und Herren, seien Sie da dabei, das könnte heute noch richtig lustig werden, gell? Also, pfiat euch, servus, ciao.